Elberg und Walter. Und wir gucken uns dieses erste Einzel jetzt an. Ein schwedisches Duell. Christian Karlsson schlägt auf gegen Matthias Falk. Der letzte direkte Falk ist Christian Karlsson mit 3:1 gewinnen können. Falk ist auf 9:24. Trotzdem werden die beiden sich natürlich. Für Karlsson ersten Ball auch schon sehr fest drauf. Deswegen glaube ich nicht um langen Ball wechseln werden wird, was natürlich auch immer, das habe ich in den vergangenen übertragen. Da hat man das mal so gesehen. Von Karlsson. Leichte Vorteile, 9:6. Das 1 für den 29-Jährigen. Holt sich also mit 11:6 diesen ersten Satz. Ich habe vor der Partie noch mal ganz kurz mit Sascha Gräber, dem Manager von Werder Bremen, sprechen können. Er sagt natürlich auch, ja, das sind Bedingungen, die wir sonst nicht. Tischtennis oder unter der E-Mail-Adresse werdertischtennis@gmail.com und das würde zusammengeschrieben werden. werdertischtennis@gmail.com. Der kurzen Noppe. Sehen wir hier in der Slow-Mo nochmal, hat er eigentlich gut rausgespielt, die Rückhand. Falk zwingt Karlsson häufiger mal dazu, auch weich zu eröffnen, schuft ihn lang an mit viel Druck. Karlsson nimmt den ersten Ball. Das hat Karlsson gut gesehen. Schnell genug da gewesen mit der Vorhand. So den Zeitpunkt geben, wann er den Ball zu treffen hat. Ein ganz dumpfes.
dieser lange Ball auf Mitte als Schupf von Falk ist jetzt schon. In der Zeitlupe sehen. Falk ziemlich überrascht hier mit dem langen Ball. In einer guten Ausgangsposition, mehr aus dem Ballwechsel zu machen, am Ende aber der Fehler. Erst gut reagiert. Wäre in so eine Partie gehen, die wissen ganz genau, was der andere kann und was er nicht kann. Und deswegen wäre es spannend, mal zu Bad Königshofen empfängt zu Hause Bergneustadt und Grünwettersbach empfängt Fulda. Wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, versuche ich da gerne auch mal drauf einzugehen. Aber wir gehen jetzt wieder zurück zum Spiel hier in Bremen. Immer wieder lang auf Mitte. Das ist Karlsson entschuldigt sich, nicht ganz sauber. Ja, und bei Karlsson kommt es auch. Da haben wir mal so eine Vorhand gesehen. Gut gemacht von Matthias Falk hier mit dem parallelen Ball zum Abschluss. Auf den nächsten. Wieder ein bisschen glücklich. Ich glaube, das war schon wieder ein bisschen Glück. Und die holt er sich auch. Wir gucken uns mal an, wie diese Partien aus der letzten Saison geendet haben. Perfect point for a perfect shot, please. Das ist der Ball, den Karlsson haben. Aber 2-3, langer Aufschlag, viel lange aufgeschlagen hat. Denn wenn man eine Chance haben möchte gegen Borussia Düsseldorf, verloren bislang. Zeit an Falk, das tut natürlich gut. Auch gleich ein direkter Fehler. Ich
sehr wohl fühlt. Die kommt heute auch noch nicht so richtig gut. Und der Satz ist ja auch noch längst nicht weg. 7-beide. War das vielleicht, sehen wir hier nochmal den ersten Block von Matthias Falk. Den hier so ein bisschen, also auf der Mitte mit der Vorhand geblockt und so zur Seite weggewischt. Borussia Düsseldorf, 8-7. Und jetzt das 9-7. Da ist er. Und wieder ein Rückhandfehler. Das 3 Matchbälle, Christian Karlsson. Damit geht Borussia Düsseldorf also mit 1-0 in Führung.